Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Und ja, unser Captain kontaktiert uns schon wieder, denn wir haben ja wieder ein paar neue Dinge, die wir quasi machen sollten. Übrigens, die fortschrittliche Produktionskette, die gibt es tatsächlich doch. Vielen Dank nochmal an die Kommentarschreiber. Ich kam jetzt einen Tag mal wieder nicht dazu aufzunehmen, aber dazu jetzt gibt es tatsächlich doch wohl. Aber das funktioniert irgendwie noch nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und richtig im Kopf habe. Entschuldige, wenn ich das jetzt nicht richtig zusammensetze, aber ja, ist nicht so schlimm. Und die Nebenaufgabe ist quasi ein Stufe 3 Drillship, ein Cock Drillship zu zerstören. Und genau, was wollte ich gesagt haben, was wollte ich machen? Ich habe mein Inventar noch voll mit Granaten und alles und es soll wohl... was? Was ist denn hier los? Die lieben Nachbarn schon wieder da oder was? Was machen die Nachbarn denn hier? Was soll denn das? Guck mal, da will er flüchten. Was ist mit dem denn? Ja, da rollen die Köpfe. Das sag ich dir aber. So, ach, sind wir auf dem Stufe 3? Stimmt, wir sind auf der Stufe 3 Insel, ne, oder? Jo, stimmt. Oha. Genau, wir wollten hier ein bisschen erkunden. Hier gibt es also Titan und so. Deswegen würde ich mal sagen, ich schicke mal eben schnell mein Schiffchen weg. Und zwar mit der... Nein, nicht 7, sondern mit der 6. So. Genau, wir wollten hier ein bisschen erkunden. Da unten links stehen wir. Neben dem Lebensbalken. Juhu. Denn... Genau, wir wollten hier die neuen Ressourcen und so, glaube ich, erkunden. Was es hier alles so Schönes gibt und alles. Und da gucken wir jetzt mal. Oh, funktioniert immer noch wie früher. Analysator, Diamanten. Wird zur Herstellung komplexer Geräte verwendet. Oha. Diamanten. Wir sollten ein bisschen vorsichtiger hier rumlaufen. Da unten kommt schon der nächste Kandidat, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Ja, da unten läuft jemand. Neue Kundschaft. Da ist, glaube ich, irgendwas drin. Wir erkunden mal ein bisschen die Gegend. So. Was wollte ich gesagt haben? Genau, ich kam in letzter Zeit ein bisschen nicht zum Aufnehmen, aber da komme ich jetzt wieder zu. Denn, genau, ich muss ja auch ein bisschen die Zeit finden, wie ihr wisst. Da ich ja auch noch ein bisschen beruflich am Arbeiten bin nebenbei. Und das ja nicht mein Hauptberuf hier ist, sondern nur hobbymäßig das Ganze mache. Was mir auch mega Spaß macht, muss ich sagen. So, was wollte ich denn noch gesagt haben? Ja, Vulkanoids, ich glaube, ich werde demnächst zum Ende kommen mit Vulkanoids. Man mag es gar nicht glauben. Ja, jetzt werden einige aufschreiben. Was? Ja, doch. Ich denke, dass ich so langsam dem Ende neige. Überlegt mal, wie weit wir schon sind. Wir sind, glaube ich, jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob wir schon mittlerweile am Ende sind, aber wir sind ja jetzt im Level-3-Bereich der Insel angekommen. Und es ist tatsächlich jetzt nicht so spannend, die Insel, wie ich finde. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, dass hier auf der Insel noch ein bisschen mehr Leben herrscht, als wie nur die Cocks. Und ob ich jetzt alles gesehen habe oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich weiß, wir haben noch einiges wahrscheinlich noch zu erkunden. Wie zum Beispiel diese Minen hier mit leuchtenden blauen Sachen. Was ist das Schönes? Rohdiamant. Ist ja interessant. Gehen wir mal gucken. Und genau. Und ich habe für mich entschlossen, weil wir ja jetzt auch einiges schon erlebt haben, einiges gesehen haben natürlich auch. Weil überlegt mal, wie lange wir hier schon rumexistieren, wie lange wir schon hier gibt. Titan machen, krass. Wie lange es uns hier schon gibt und so. Und was packe ich denn mal weg? Ich habe zweimal Lebensenergie. So viele Granaten. Komm, das kann ich hier mal... Das kann ich mir getrost trocken, genau wie Leiter und den Kappes hier auch. Genau, und wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich... Sind wir schon bei Folge 50? Ich weiß es nicht, glaube nicht, aber... Wir sind schon sehr, sehr weit mittlerweile. Und ich glaube, das reicht dann mittlerweile mir auch. Es hat mir echt mega, mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und es macht es immer noch. Und ich bin gespannt, wohin dieses Spiel tatsächlich noch gehen wird, was da noch alles kommen mag. Ich habe das noch ein bisschen im Auge, auf jeden Fall. Ich werde mir das noch ein bisschen auf die Liste schreiben, zwischendurch mal so ein bisschen reingucken, vielleicht auch mal privat. Aber ich denke fürs, ja, fürs Let's Play jetzt hier oder für die YouTube-Folgen wird das wahrscheinlich jetzt so langsam demnächst enden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die letzte Folge wird oder vielleicht dann auch noch eine drankommt. Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, ich nehme es ja immer in einem auf. Und na gut. Aber nichtsdestotrotz nicht traurig sein, denn ich habe ja gesagt, am Anfang des Let's Plays oder irgendwann mittendrin, ich weiß es schon nicht mehr, mein Kurzzeitgedächtnis und so. Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich schon ein bisschen was in petto, was kommen wird. Wird vielleicht nicht jedem schmecken oder freuen, aber gut, ich spiele ja auch das, ne, worauf ich Lust habe, mir Spaß macht. Und es muss ja auch keiner gucken, Gottes Willen. Ne? So, was schmeiße ich denn mal weg? Das ist aber jetzt ärgerlich, dass wir hier so viel Kappes mit haben. Ah, und hier kriegen wir noch mehr Kappes. Würde ich schon gerne alles mitnehmen. Warte mal, wir haben auch den Schraubenschlüssel bei. Ich glaube, wir sollten echt mal das Schiff, weil gleich ist eh Vulkanausbruch. Haben wir denn hier irgendwo einen Parkplatz in der Nähe? Warte mal, ich guck mal eben. Kann ich unser Schiff irgendwo rufen? Ein Becken, das ist da irgendwo. Oder auch nicht, oder da. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche gewesen? Oh nein, unser Schiff wird, glaube ich, angegriffen. Kann das sein? Ich komme, Schiff! Du brauchst gar nicht abhauen hier, mein Schiff angreifen und dann hier Dings oder was flüchten wollen. Ich glaub's ja wohl, die hat man wohl ins Gehirn geschissen. So, genau, dann werde ich mal eben die Taschen leeren. So, da gucken wir mal. Ja, wir kriegen schon wieder Gesellschaft, ich weiß. Aber ich glaube, unser Schiff ist ja, glaube ich, soweit ganz gut. Ernsthaft? Was? Alter, ich glaube, ich muss raus. Was mit denen? Haben die mein Schiff jetzt so zerstört? Ich glaube, ich muss untertauchen. Ganz dringend. Ich muss ganz dringend untertauchen. Weil wir sind halt noch nicht so gut gewappnet. So, tauch mal ab, bitte. Genau. Dann können wir nämlich ganz in Ruhe mal hier eben schnell einlagern und so. So, warte. Hier wollte ich mal eben gucken. Das. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Mal eben schnell stapeln. So, das kann da rein. Genau, jetzt würde ich eben schnell aus dem Frachtraum nochmal eben schnell mein Werkzeugköfferchen rausholen und so. So. Das kann ja eigentlich auch hier raus, oder? Das braucht doch da nicht drin liegen. Können wir mal hier reinpacken. So, mein Schraubenschlüssel, was ist denn zerstört worden? Wir haben doch bestimmt irgendwas... Ach du Heiliger, was zur Hölle? Okay, dann wollen wir mal reparieren. Wir haben ja noch ein bisschen... Alter, die haben uns richtig zugesetzt diesmal. Alter Verwalter, lecko funny. Bruder, da muss ich aber los. Spiel, hallo? Nein, da. Da haben sie uns aber richtig zugesetzt diesmal. Alter Verwalter. So. Hier drüben ist auch 99. Ja, so da. Da. Da hinten ist auch... Oh, 59. Holy Jesus. Deswegen sag ich ja, wir haben auf jeden Fall hier
noch nicht genug Rüstung, würde ich jetzt behaupten, vom Schiff, dass wir über Tage stehen können und so. Aber ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles, ne? Wieder repariert. Ja. Gut, zu Vulkanausbruch ist jetzt eh gleich. Ich sortiere mal eben nochmal schnell die Sachen hier weg. So viele Granaten brauchen wir sowieso nicht. Ich will jetzt, glaube ich, kein Schiff mehr groß irgendwie angreifen wollen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Das kann da rein. Explosive Revolvermunition. Das ist ja nice. Brauchen wir unseren Revolver? Da würde ich mal mitnehmen. Ausprobieren. Ich weiß nicht, wie man die herstellt. Müssen wir mal gucken. Da würde ich einen 5er Stack Granaten reinpacken. Und hier auch nochmal. So. Genau. So. Damit der Flexi in der Zukunft, wenn er dann mal hier privat spielen sollte oder so, oder nochmal reingucken sollte, damit er da genug in petto hat. Nein, was wollte ich denn vorhin gesagt haben? Genau, es ist wohl eine Möglichkeit, hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, dass man tatsächlich im Voraus, Moment, nicht, dass ich jetzt falsch formuliere, also es gibt irgendwie eine Möglichkeit, glaube ich, zu puffern, dass dann, glaube ich, die Ressourcen immer herstellt, die man gerade braucht. Wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. Wenn ich korrigiere mich bitte ruhig in die Kommentare. Aber so irgendwie soll das wohl auch die Möglichkeit sein, funktionieren, dass das irgendwie geht. Nichtsdestotrotz werde ich das, glaube ich, nicht mehr hier sehen und erfahren. Aber finde ich cool, dass sowas gibt oder gibt oder geht. Und ja, so. Station Anna kann auch ein bisschen Schießpulver herstellen. Ansonsten. Genau. Wie gesagt, letzte Folge. Vielleicht diese schon. Vielleicht aber auch als nächste. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Was war denn jetzt nochmal Auftrag? Genau. Das Schiff zerstören. Produktionskette kriegen wir, glaube ich, auch hier auf der Insel. Ansonsten würde ich gerne einmal gucken ins Baumenü. An der Werkbank. Was wir da noch alles haben. Strukturgeräte. Genau, was können wir denn hier alles noch bauen? Mittlere Systemsteuerung. Modulgruppen. Öffnen, schließen. Systeme, Ventil. Lalalala. Hab Forschung, hab Raffinerie. Habe es eine automatische Station zur Fertigung abhängig von Einstellungsmodi. Das können wir mal herstellen. Ich will das mal ausprobieren, was das ist. Ich glaube, das ist sowas, wovon ich gerade gesprochen habe. Bin mir aber nicht sicher. So, ist das jetzt? Das ist jetzt, glaube ich, im Frachtraum drin, ne? Da, genau, okay. Das kann ich jetzt irgendwo hinstellen. Ich stelle das jetzt einfach mal hier so hin. So, was haben wir denn hier Schönes? Ist das... Das sieht aus wie eine Werkbank, oder? Das ist, glaube ich, eine Werkbank, die wir jetzt gebaut haben. Ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, das ist einfach eine Werkbank, ne? Ja, das ist eine Werkbank. Ich glaube, das ist... Okay, super. Toll, ja. Sehr schön. Aber gibt's denn... Okay, ich glaube, wir können wieder auftauchen. Würde ich jetzt gleich direkt mal machen. Ja. Fährt nach oben. Sehr nice. Das ist nicht das, was ich eigentlich gesucht hatte. Ich dachte irgendwie, man kriegt hier noch irgendwie gerätemäßig Steuern, Notstopp. Naja, gut. Ich würde aber trotzdem noch einmal ein bisschen erkunden. Einmal noch eben schnell speichern. Huch. Ich speichere mal eben. So, dann einmal. Klick, klack.
Motherfucker. Unser Schiff direkt mal eben wegschicken wieder. Nein, mit der 6. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil wir wieder in Silent Hills sind. Silent Hills. Und ich habe auch keine Ahnung und keinen Plan, wo wir langlaufen. Ich wollte noch ein paar Ressourcen sammeln. Aus der Mine zum Beispiel, die in die Richtung, glaube ich, ist, ne? Ja, die ist hier rechts lang. Da, glaube ich, müsste die sein. So. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe genug gesehen, um zu sagen, ja, es ist ein cooles Spiel, es macht mir Spaß. Einziger Nachteil, finde ich, oder beziehungsweise nicht Nachteil, sondern ein bisschen, was ich schade finde, man hätte ein bisschen mehr auf den Inseln erleben können oder so in dem, auf der Insel hier. Das ist mir noch ein bisschen wenig. Gut, es ist noch Early Access. Natürlich, verstehe ich voll und ganz. Aber es ist mir noch ein bisschen zu, ja, trostlos kann man ja nicht sagen, weil es ist ja immer jedes Mal ein Vulkanausbruch. Klar, es ist trostlos. Aber, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr so gewünscht auf den Inseln. Aber so macht das ungemein Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Es ist unfassbar cool. So ein richtiger Underdog, finde ich. Der irgendwie viel zu wenig Anerkennung kriegt. So, im Gaming-Bereich bei den ganzen Konsorten. Und, gut. Da kann ich es euch ja zeigen. So. Ja, was kommt hier als nächstes auf dem Channel? Als nächstes wird auf jeden Fall ein Spiel geben, was ich früher, habe ich glaube ich schon mal erzählt, was ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Wahrscheinlich einige von euch. Mit dem Spiel bin ich groß geworden. Und von diesem Spiel gibt es ein, ja, eine Art Remake, möchte man sagen. Was glaube ich mal als Mod geplant war. Irgendwie so. Und jetzt mittlerweile glaube ich als Standalone gibt. Und ja, das würde ich gerne spielen nochmal. Ist ein Story-Game. Und ich freue mich sehr drauf. Aber mehr dazu erst dann, wenn es raus ist, wenn es kommt. Lasst euch überraschen. Und genau, deswegen würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich freue mich schon riesig drauf. Allein zu... wie sich das noch anfühlt, ob das sich doch wirklich so griffig anfühlt und so gut anfühlt wie früher. Bin ich echt mal gespannt. So, ist hier noch irgendwie was? Oder haben wir schon alles gesammelt? Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Bin auch davon ausgegangen, dass die Mine irgendwie aktiv wird oder dass man die aktivieren kann, aber... oh, hier schwebt noch ein Balken in der Luft, liebe Entwickler. Das müsst ihr noch machen. Und dass man hier halt die Weiche stellen kann und so. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch, keine Ahnung. Weil hier sieht es ja auch wirklich so aus, als würde das hier irgendwie funktionieren irgendwann. Naja, gut. So. Wir haben ein paar Ressourcen. Ein paar neue Ressourcen wohlgemerkt. Habe ich hier schon reingeguckt? Okay. Und noch ein bisschen die Insel erkunden. So, jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen mehr. Wir gehen mal in diese Richtung und hoffen mal, dass wir da ein wenig fündig werden. Andere Sachen vielleicht noch zu finden. Also Titan gibt es ja auf jeden Fall. Das ist eine neue Ressource. Und was war das noch? Rohdiamant, genau. Und Titanerz. Das sind zwei neue Sachen, die wir vorher, glaube ich, noch nicht hatten. Hier sind wir, glaube ich, gestartet vorhin. Also ist die Insel quasi ja eine runde Insel, wenn ich das richtig verstehe, ne? Muss ja. Weil wir ja einmal quasi im Kreis gehen können. Da ist auch nochmal Rohdiamant, glaube ich. Wusch. Wusch. Ist das nicht das, was wir brauchen? Da hinten? Da? Oh, und ich bin jetzt nicht so gut ausgerüstet, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir dieses Schiff einfach angreifen sollten. Oh, ich habe halt nicht so viel Munition und alles, ne? Und die Granaten habe ich auch weggepackt. Oh, da ist eine ganze Armee am Laufen gewesen. Links von uns. Ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Komm, ich riskier's. Ich speichere vorher. So, gespeichert ist. Granaten in der Hand mit der 4 und dann geht's los. Okay, nur eine Waffe auf der Seite, das ist super. Komm ich auch rauf? Komm ich auch. Nehme ich alles mit? Ist das eine gute Idee? Ich sollte hier vielleicht erstmal aufräumen, ne? Ist da oben noch irgendwie so ein Ding zum Spawnen? Nein, Gott sei Dank. Huha. Spawn? Ja, ist ein Spawner. Oben noch ein Spawner? Nein, Gott sei Dank. Huh. Jetzt habe ich keine Granate. Oh. Oh. Puh. Ah, warte mal, ich habe doch den Revolver noch, ne? Kann ich den mal eben schnell ausrüsten? Ich habe doch diese besondere Munition. Weiß gar nicht, wie wechsle ich die nochmal? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das, das, das. Das, das, das. Wow. So viel Sachen hier. Warte mal, ich habe noch die 5, ne? Davon hatte ich jetzt auch nur noch einen Schuss. Super, großartig. Vielleicht finde ich ja noch Munition. Schauen wir mal. Oh, oh, was? Wo will er hin? Wollte er mich nicht angreifen? Vor allem, wo kam der her? Ah, hier ist doch noch ein Spawner. Lol. Ja, das wird ja lustig. Das kann ja dauern. Das kann ja dauern. Oha. Kommt her, die Säule! Oha! Soll mal eben schnell Rüstung anziehen. Hier ist doch noch einer, oder? Sollten sie mal ein bisschen beeilen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Ich glaub zwar nicht dran. Was war's? Bitte gib noch irgendwo Munition her. Das wird nicht reichen, oder? Ich kenne mein Glück. Wo ich mein Glück kenne, wird's nicht reichen. Natürlich. Klick, klack, nichts mehr drin. Was müssen wir noch zerstören? Destroy this Modul, okay. Was noch?
Hier noch eins. Wo haben wir's? Wo? Ah, hier oben. Haben wir da schon reingeguckt gehabt? Ja, das können wir noch mitnehmen. So, was noch? Ja toll, jetzt habe ich aber nichts mehr, oder? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Habe ich noch für der 8 noch irgendwas? Was müssen wir noch zerstören? Da oben? Oh, oh, oh. Wir haben einen Stufe 3 zerstört. Wuhu! Feier ich ein bisschen. Geil, Alter. Spitzhacke raus und los geht's. Ihre. Abarbeiten. Wie Inventar voll. Willst du mich verarschen? Okay, ich schmeiß irgendwas raus. Was brauchen wir gerade nicht? Die scheiß Barren brauchen wir nicht. Die Dinger können wir uns, glaube ich, selber bauen, oder? Warte mal, was brauchen wir denn sonst noch nicht? Hier, raus. Ich schmeiß ungern was weg. Komm, die können wir überall finden. Hier auf der Insel. Das ist nicht das Problem. So. Das wird so cool. Ich bin gespannt, was wir alles noch kriegen. Haben wir denn jetzt alles, was wir brauchen da für diese Stufe 3 Gedöns? So, mal gucken. So, dann rufe ich jetzt mal mein Drillship. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt diese Mission schaffen, ob wir jetzt das bekommen haben, was wir brauchten. Boah, so gerade eben haben wir das aber geschafft, ne? Stufe 3 Frachtmodul haben wir und wir haben Stufe 3 Kohlekraftwerkmodul. Können wir direkt einbauen. Alter Verwalter. Bohrer haben wir. Rumpfteile. Kette 3 verbessert. Aber ich glaube, es fehlt uns immer noch dieses zum Verbessern. So, erstmal speichern. Ja, Leute, guckt euch das mal an. Das ist unser Schiff. Wenn ich überlege, wie das vorher ausgesehen hat. Alter Verwalter. Ne? Holy shit. So. So, wir tauchen direkt mal wieder ab. Weil ich will nicht allzu lange hier bleiben, weil es ja hier doch schon gefährlich ist. Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Das Stufe 3 Drillship haben wir erledigt. Das passt alles. Aber wir haben... Warte mal, wir haben die Module, ne? Kann ich... Oh ja, Stufe 3. Alter Schwede. Stufe 3 Lager. Warte mal, den würde ich, glaube ich, umplatzieren. Ach, Rucksack ist voll. Oh. Just a moment. Das Teil kann auch mal hier hin. Das brauchen wir, glaube ich, auch gerade nicht. Genau, so. Also, den würde ich mal umbauen. Den würde ich, glaube ich, hier den Storage hinmachen. Hier den, genau. So. Jetzt haben wir noch die Stufe 3. Alter, Kohlekraftwerk Stufe 3. Na, da muss ich aber los. Das ist Stufe 3. Das ist Stufe 3. Holy shit. Aber noch ein Stufe 2 Kohlekraftwerk. Weiß nicht, ob wir irgendwo an der Decke noch Platz haben. Haben wir noch irgendwo Platz? Da. Sehr schön. So, die haben wir jetzt verbaut. Jetzt haben wir noch mehr Platz im Lager. Alter Verwalter. Das ist ja unglaublich. Erstmal alles reinpacken, was wir gefunden haben. So. Das heißt, ich würde mal eben den, genau, den tue ich hier rein. Den behalte ich. Die explosive Munition ist ganz cool gewesen irgendwie, ne? Muss ich sagen.
Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben natürlich jetzt keine Munition mehr, nichts mehr. Gut, wir haben. Gut, wir können Eisenbarren herstellen. Das würde gehen. Kupferbarren können wir leider nicht herstellen. Hier kommen wir jetzt natürlich auch nicht weiter. Weiter, weiter, weiter. Können wir denn. Raffineriedatenstufe 3. Das können wir jetzt herstellen. Aber es bringt uns, glaube ich, jetzt erstmal so nichts, ne? Forschungsmodul Stufe 2, 3. Hier. Ja, dazu brauchen wir halt die fortschrittliche Produktionskette halt, ne? Aber das geht ja anscheinend ja, glaube ich, nicht. Soweit, wie ich das noch weiß. Gut, ist nicht so schlimm. Wir haben ein Stufe 3 Schiff zerstört. Und, ja. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Ich möchte doch schon, glaube ich, sagen, dass das definitiv die letzte Folge war. Das war jetzt, glaube ich, so eigentlich noch mein letzter Schritt gewesen. Ich wollte noch ein Stufe 3 Schiff zerstören und gucken, was wir da so kriegen. Und ja, wir haben einiges hier erlebt im Schiffchen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr, ja, hier gewesen seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir dabei gewesen seid bei dem ganzen Abenteuer. Es hat mir sehr, sehr groß, sehr, sehr viel großen Spaß gemacht. Sagt man das so? Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja die Hauptsache. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Aber ich glaube schon, soweit wie ich die Kommentare gelesen habe und so alles. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten, ja, Video wiedersehen. Lasst euch überraschen, was wird. Und würde sagen, euer Captain Flexi ist raus. Und verabschiedet sich für heute von euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss.